Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mit einem Quick Unboxing. Also ich unboxe hier etwas, aber es wird nicht lange dauern, denn wir werden uns heute beeilen. Und zwar stelle ich euch heute eine ältere Edition vor. Und zwar handelt es sich um Alien Covenant in der Filmarena Edition. Wäre jetzt falsch gesagt, sondern im Filmarena Steelbook. Das hat ja schon ein paar Monate auf dem Buckel. Ich hatte mir damals das deutsche Steelbook besorgt, es hat mir aber leider dann gar nicht gefallen. Kann ich jetzt leider hier auch nicht mehr zum Vergleich anbieten, weil ich es halt direkt verkauft hatte. Blende jetzt aber hier da oben nochmal ein Bild jetzt ein. Und in meinen alten Unboxing-Videos gibt es auch noch das Unboxing vom deutschen Steelbook. Aber wir widmen uns jetzt hier diesem Steelbook. Das hatte ich, glaube ich, mal bei Micha auf seinem Kanal damals gesehen und war auch direkt begeistert. Wir haben hier ein Hochglanz-Steelbook vom Feinsten geprägt. Man sieht das hier auch. Rahmenprägung, Schriftprägung, kleine Schriftprägung. Das Ei ist hier geprägt. Also absolut eine absolute Top-Prägung. Auch im Gesamtpaket jetzt mit diesem Hochglanz-Finish, man sieht wirklich jeden Fingerabdruck zusammen mit dieser genialen Prägung, eines meiner schönsten Steelbooks von der Optik jetzt her natürlich. Hinten ist es nicht so der Burner, einfach hier der Alien-Kopf ohne Prägung, ohne irgendwas. Man sieht hier auch wirklich überall jeden Fingerabdruck. Ich hätte das hier mit Handschuhen anfassen müssen. Das muss man erstmal abputzen nach so einem Unboxing. Und im Inneren halt ja, gerade noch befriedigend. Man sieht auch hier nochmal links, wie die Prägung durchgeht. Ich habe das jetzt gebraucht, für einen sehr guten Preis bekommen, 20 Euro. Kann man nicht meckern. Ich glaube, das müsste die Viertelschuber-Edition gewesen sein. Kann sein, dass da auch so ein paar Bildchen noch dabei waren, das kann ich jetzt aber nicht hundertprozentig bestätigen. Aber für 20 Euro nehme ich das Steelbook gerne so, wie ich es jetzt hier euch in die Kamera halte. Und ja, damit soll es das auch gewesen sein. Ich wollte euch dieses geniale Steelbook einfach nur nochmal schnell zeigen, für die, die es noch nicht kennen. Und ja, damit starte ich ins Wochenende, wünsche euch einen schönen Samstag und einen schönen Sonntag. Und verabschiede mich. Macht's gut. Ciao, ciao.